Ich habe euch den Dinosaurierausbruch mitgebracht von Lego Jurassic World. Das ist ein sehr großes Set. Da ist einmal ein T-Rex-Bein, Atrociraptor, dann vier Figuren noch. Ein bisschen Kulisse, noch ein LKW. Cooles Boxart noch. Hier und ah, und noch eine Spinne. So, dann gucken wir uns einmal noch die Rückseite an. Den T-Rex. Den kleinen kann man dann in den LKW verfrachten. Und hier sehen wir, wie groß die früher waren. Boah, ganz schön große Viecher. Atrociraptor. Gab es den? Weiß ich gar nicht. Oder ist das auch wieder so ein Klonter? Das weiß ich nicht. So, aber gleich, wenn wir uns den anschauen, wie das Set aufgebaut aussieht. Ich bin das Klemmsteinchen und bis gleich. Und so sieht das Set aufgebaut aus. Da fangen wir am besten einmal mit der Kulisse an. Dann haben wir einmal diese Kulisse, ganz leichte Bauweise. Einmal ein großes Tor, da kann der LKW dann durchfahren. Zwei Lämpchen hier vorne. Hier haben wir eine Kiste mit Eiern noch. Skelettteile. Bernstein. Hier haben wir auch so ein Tor, da kann der Dino nachher durchbrechen. Das ganz lose gebaut wie diese Pfeiler. So, dann hier an der anderen Seite auch neue Teile. Sieht so ein bisschen metallmäßig aus, so containermäßig, finde ich ganz cool. Ganz neu und einmal von hinten dann. Ja, ist halt nicht viel dran. Oben haben wir einmal die Spinne noch mit dem Fähnchen. Also ganz einfach gebaut, das hält auch schön auseinander. So, das soll ja auch schnell auseinanderfallen, damit er da durchbrechen kann. So, dann gucken wir uns den LKW einmal an. LKW mit der langen Nase, also amerikanisch angehaucht. Mit dem Container hinten drauf. Hier sind auch diese Teile in schwarz. Leider schon leicht ein Kratzer da drauf. Auch wieder ein paar Aufkleber überall. Haben wir auch an der Kulisse. Ach, sieht man ja, wo die Aufkleber auch sind hier. Und unten einmal so. Man kann den Container auch abnehmen. Das finde ich ganz cool. Und einmal hier aufmachen. Da kommt ja der kleine Dino rein. Hier ist auch so eine Platte, die kann man so rausnehmen und den Dino da draufsetzen. Und dann ganz vorsichtig wieder einfach reinschieben. Da braucht man nicht so rumpopeln, dass der Dino reinkommt. Und das kann man hier wird das einfach leicht wieder aufstecken. Ne, der ist schon ganz cool gemacht. So, dann wollen wir uns die Minifigur noch angucken. Da haben wir einmal Owen. Mit einer kleinen Pistole. Wie immer mit seinem grauen Pulli. Also die Figur gibt es schon so oft. Hat ist auch gleich. Die Hose ist auch wieder gleich. Dann kann man gucken, ob der ein Wendegesicht hat. Hat er auch. Also Standardfigur, die habe ich auch schon öfter. Also nichts Besonderes. So. Dann haben wir Claire Deering nochmal. Mit einem anderen Pulli. In den anderen Set hat sie ja schwarze Klamotten an. Den Dinosaurier befreit. So. Hat die auch ein Wendegesicht. Guckt die ein bisschen ängstlich. Ja. Das ist nicht schlecht, das Oberteil. So, dann haben wir einmal Wayne Delacorte. Schlangentattoo. Coole Bedruckung, das ist hier und weitergeht. Aber diese Figur gab es auch in den anderen Set mal. Da könnt ihr meine anderen Reviews gucken, da gab es die auch schon mal. Ich habe auch ein paar Stop-Motion-Videos, die könnt ihr euch gerne angucken, wie ich die kleinen Sets aufgebaut habe. Die Videos sind auch ganz kurz. So ein Wendegesicht hat er auch noch mal.
und eine Waffel mit einer Spritze. So, dann haben wir einmal, wo haben wir die? Soyona Santos. Hat auch die gleiche Frisur wie die Claire, nur in blond. Die Hose ist cool bedruckt, dass das hier so rüber geht, das ist schon cool. Und das Oberteil, das sieht auch cool aus, also. Ein cooler Print. Hat auch eine Pistole mit einer Spritze. Hinten auch noch gucken. Und dann gucken wir auch noch mal, ob die ein Wendegesicht hat. Hat auch ein Wendegesicht. Ne? Lächelt sie. So, dann kommen wir einmal zu den wichtigsten Figuren. Einmal die Dinos. Da haben wir den Atrociraptor in orange-braun. Sieht schon cool aus. Kann auch seinen Mund aufmachen. Leider hat er keine beweglichen Beine. Finde ich sehr schade. Hätte ich gerne so wie den normalen Velociraptor die Größe und dass man die auch noch bewegen kann. Das wäre eigentlich cool gewesen bei diesen Figuren. Aber da haben sie leider nur diesen einen Mold genommen. Alles schon ganz cool. So. Und dann haben wir den größten. Einmal den T-Rex. Mit einem neuen Muster. In der Farbe gab es den vorher noch nicht. Da muss ich das Set auch wieder haben. Ich finde die Dinos ja so toll und ich will ja auch in allen Farben dann haben. Ich will ja später auch mal Jurassic Park nachbauen oder so ein Zoo in der Art. Wenn wir ein bisschen mehr Platz haben. Das wäre schon cool. Und da habe ich ja schon mal die Dinos, dass ich mir das zusammenbauen kann. So, der kann auch alles bewegen. Die großen Beinchen, die kleinen Ärmchen. Kopf auch ein bisschen drehen, nach unten, nach oben, ein bisschen zur Seite. Mund auf. So. Und dann kann er hier so durchbrechen. Na, da steht ja so ein bisschen schräg. So, da kann er so buff. Und dann bricht er hier so durch. Kann er das noch umhauen und machen. Und da kann man schön mitspielen. Das ist auch ein Set für Kinder. So, auch ein richtiges Spielset. So, dann kann ich euch nochmal zeigen, wie man den kleinen Dino hier hineinpackt. Dann haben wir einmal diese Platte. Dann können wir den hier so draufsetzen. Ne? So. Draufsetzen. Und dann kann man den hier so einschieben. Der ist auch so lieb, der macht das alles mit. Ne? Achso, die weiter nach vorne packen müssen. So, dass der Schwanz reingeht. So, eingefangen. Können wir viel spielen. Ja, das ist ein Spielset, auch ein Set für die Leute, die Dinos sammeln. Ach, dieses Set kostet auch 89,99 bei Lego. Ich habe das 25% günstiger gekriegt und hat 466 Teile. Ich fand das schon ein bisschen arg teuer. Diese Jurassic World Set, da haben wir ganz schön die Preise erhöht. Besonders ich will ja nur die Dinos haben und dann muss ich ganz schön, ja, ganz schön viel bezahlen. Aber so lohnt sich das eigentlich. Da gab es schon teurere Sets und da hat man nicht so viel Spielspaß gehabt. Ich schätze mal, Kinder können hier gut spielen. Der LKW ist ja super, der Dino ist toll, das ganze Ding. Ja, hier ist nicht viel dran, aber das können sie schon zerlegen. Figuren sind ja alle nicht so besonders, bis auf die finde ich ganz nett. Ja, das ist so ganz schönes Spielset. Kann ich also empfehlen. Für einen guten Rabatt würde ich es mitnehmen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr guckt dann fleißig meine anderen Videos. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.